Alter. Ich hoffe, ich werde jetzt nach irgendwie so, sagen wir mal, 5 Minuten gucken, ob der Ton jetzt dann läuft. Ich hab keinen Bock. So, auf jeden Fall weiß ich, wie ich es machen soll. Oder muss. Die habe ich keinen Bock da hinten. Die drei. Gehe ich über den sicheren Weg. Oh shit. Keine Bewegung! Wow, wow! Alles klar, bleib. Zack. Tolle Technik, aber völlig unnötig, Detective. Ich bin unbewaffnet. Das bezweifle ich. Hey, hey! Keine falsche Bewegung. Was soll das, Nick? Was willst du tun? Mich verhaften? Das war der alte Nick. Ja. Ich weiß, was dort passiert ist. Und dann bist du quer durchs Land geflogen, um mich auszurauben. Du bist vielleicht der härteste Wichser, den ich je erlebt habe. Aber du bist nicht kaltblütig genug, Unbewaffnete abzuknallen. Wenn du mich töten wolltest, hättest du es längst getan. Was willst du wirklich, Nick? Kommt auf dein Angebot an. Endlich kommen die richtigen Worte. Nenn dein Angebot. Einfach die Welt. Du sollst mir helfen, meine Geschäfte zu führen. Ich wette, das ist eine Wahl. Deine sogenannte Geschäftsidee scheint mir ein paar Löcher zu haben. Na, dann stopf sie. Ha? Sieh dich um. Du bist allein, Nick. Warum denn? Natürlich. Meine Freunde hatten wichtige Termine. Nein.
Nein, du hast sie weggeschickt. Ich glaube, du begreifst endlich, wer du wirklich bist. Du bist wie ich. Mehr Gangster als Cop. Weißt du was? Du hast recht. Wie geht's deiner Mom, Nick? Tot. Jawohl. Also, sie hat geschossen. Das ist egal. Sag mal, Nick, als du abgedrückt hast, war ich da überrascht? Neben meinem Schreibtisch ist ein Regal. Dahinter ist ein Gang. Öffne ihn. Dich hat's erwischt, weil ich dich nicht für einen Pragmatiker hielt. Wie alle Guten. Ich habe dich hierher eingeladen, weil ich gehofft hatte, falsch zu liegen. Und ich hoffte, dich retten zu können. Was ich getan habe, nennst du Korruption? Gefallen tun, Geld annehmen? Nein. Die Cops, mit denen ich kooperiert habe, die Polizeipräsidenten. Du glaubst nicht, wie flink die auf meiner Seite waren. Nicht, weil sie schlechte Menschen wären. Das Problem ist das Risiko. Was meine Kunden haben, wollen Millionen. Ich minimiere das Risiko. Für Cops, Verbrecher, für alle. Und alle haben gerne weggeschaut. Außer dir. Das wird jetzt lustig. Bin ich gespannt. Wird es halt wieder ohne Ton wahrscheinlich geben. Leider. Was ich aufgebaut habe, ist unzerstörbar. Es geht um zu viel. Um Leben und Karrieren. Herzlichen Glückwunsch, Detective. Es gehört alles dir. Oh mein Gott. Was wirst du damit anstellen? Ja Leute, nächste Episode beginnt in 30 Sekunden. Machen wir gleich mal mit. Also ich schaue jetzt, ob der Ton jetzt geht. Was darf ich? Jo Leute. Ton ging. Aber dass der Ton jetzt auch geht, das sind die Credits. Mein Handy-Akku, 1% noch. Wird wahrscheinlich echt down sein. Das Spiel. Boah, das ist viel zu laut eigentlich für den Ton. Ich hier. Das hier... So. Baby Hardline. Online ist Session. Sehr gut. Meine persönlich natürlich. Kampagne. Ja. War schon gut. Ich finde, es war ziemlich gleich mit B4, die Kampagne, denke ich. So eine Art. War es natürlich anders. Also Gangster und Polizisten und so. Das Ende. Jetzt, okay. Dachte ich jetzt nicht. So ein bisschen. Ich bin froh, dass es keine Auswahl gab am Ende, was ich machen will, ob ich den jetzt erschießen will, ob ich den jetzt mit ihm Geschäfte machen will. Zum Glück jetzt nicht wie bei B4, weil ich hasse Entscheidungen. Ja, klar, man kann alle Entscheidungen spielen, aber trotzdem.
Ich mag diese Shadow-Dinge nicht, also weiß nicht. War aber trotzdem gut. Story steht gleich da. Crazy. Ist nicht schlecht. Muss man auch verstehen, ein bisschen. Dass man denn herkommt. Aber ich, das denke ich jetzt so. Ich bin jetzt kein Fazitmensch, der irgendwie alles Bescheid weiß. Ich fand es in Ordnung. Weiß nicht, ob jetzt andere halten, ob ihr, wie ihr es hält. Könnt ihr auch gerne schreiben, eure Meinung, wie ihr es haltet. Es ist halt eine Battlefield-Kampagne und da wird jetzt nicht viel drauf draus ausgelegt wie bei COD, weil COD ist natürlich Kampagne für mich besser. Ich finde, glaube ich, die B4-Kampagne ein bisschen besser. Ein bisschen. Das Ende war BFH finde ich besser. Jetzt ist mit dem, wo er es noch erzählt hat, Dawes. Das ist der Nick dann Gangster. Jetzt. Was ich mir gedacht habe, weil, naja, Leute umgelegt, paar tausend, paar hunderte und ich glaube, der wird ja nie wieder erst kommen. Ja. Da der Schwien hier und Dienen und alles mögliche. Hannes Higgins Köln zum Beispiel. Ja. Ihr könnt entscheiden, ob ich ob ich jetzt auch eine Weile spiele. Ich denke schon. Oder irgendwas anderes. Werden wir sehen. Werde ich meine Leute fragen. Sven und Futur. Haben natürlich auch mit bestimmt recht. Auf jeden Fall werde ich keine Kampagne machen mehr. Also auf diesen Tagen, Dienstag, werde ich auf jeden Fall nicht machen. Weil ich finde, dass wenn eine Kampagne jeden Tag oder jeden zweiten Tag zumindest eine Folge rauskommen würde. Das habe ich schon länger gesagt. Wollte ich jetzt eigentlich nur sagen. Auf jeden Fall, das war eine gute Kampagne. Jetzt nicht eine sehr, sehr gute, eine unfassbare, wo man sich umhaut oder so. Es war nicht schlecht. Es war jetzt auch nicht super gut oder so. Es war halt Mittel. Standard, würde ich sagen. Reicht für ein Online-Spiel eigentlich, weil ja Battlefield eigentlich mehr Online-Spiel ist. Also ist einfach so. Die wenigsten, also nicht so viele spielen Kampagne bei Battlefield. Und Hacker-Team. Okay. Weiß nicht, was da gemeint ist. Ob das gemeint ist oder was anderes. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, ihr könnt eure Meinung gerne in den Kommentaren schreiben. Was ihr davon haltet. Wie ihr das Ende fandet. Bla bla bla. Wisst ihr schon. Ne? Würde ich sagen. Wir sind jetzt mal zu einer weiteren Folge von Battlefield. Irgendwas. Online. Mal gucken. Plants vs. Zombies. Garden Warfare. Minecraft. Oder auch irgendwas anderes. Und ich sage dann bis dann und ciao und viel Spaß bei den Credits.